Von Beginn an befasst sich die Psychoanalyse mit den Künsten. In der Traumdeutung schreibt Freud, die Entwicklung einer Tragödie sei der Arbeit einer Psychoanalyse vergleichbar. Freud interpretiert Werke von Leonardo da Vinci und Michelangelo. Er beschäftigt sich mit Bühnenstücken und mit den Werken von Dostojewski. Gleichzeitig aber gibt Freud an, die Psychoanalyse wisse über Schönheit am wenigsten zu sagen. Die eigentliche Frage der Ästhetik, also die nach der Schönheit und ihrer Funktion, bleibt von der Psychoanalyse unbeantwortet. Woran aber liegt es? Was hat die Psychoanalyse nicht berücksichtigt? Was am Funktionieren der Künste kann sie nicht beschreiben? Der Schlüssel zum Verständnis dieses Problems liegt in der einseitigen Ausrichtung der Psychoanalyse auf die Sprache. Ästhetik aber hat mit Aesthesis, das heißt mit Wahrnehmung, zu tun. Und so ist es auch zu verstehen, dass die Psychoanalyse nur wenig zur Musik, die ja ganz jenseits der Sprache strukturiert, sagen kann. Musik zeigt nun, wie ein Wahrnehmungsgeschehen beschaffen sein muss, damit wir es als schön erleben. Grundphänomen dabei, hier am Beispiel Bachs, ist die Formwiederholung. Musik ist durch Rhythmen, das heißt durch Wiederholung in der Zeit strukturiert. Wir finden in der Musik ein Geflecht der Wiederholung von Motiven, Themen und harmonischen Sequenzen. Wiederholung ist in der Musik anders als in der Sprache die Mutter der Form und der Produktion von Sinn. Das Prinzip der Formwiederholung finden wir auch in anderen Künsten wieder. Als Beispiel für die bildende Kunst mag die Architektur dienen. Hier taucht die rhythmische Anordnung von Baukörpern insbesondere dort auf, wo ästhetisches Erleben angestrebt wird. Von Stonehenge über die antiken Tempel bis hin zu den christlichen Kathedralen und Klöstern fällt die Rhythmisierung von Bauelementen auf. Sie scheint direkt dem Ziel zu dienen, das religiöse Erleben durch eine Ästhetisierung der baulichen Wahrnehmungsumgebung zu begünstigen. Auch in der Poesie beruht die ästhetische Wirkung darauf, dass sie die Sprache einer musikalischen Metrik unterwirft. Durch den Reim wird zudem der Klang der Sprache, ebenfalls ein musikalisches Element, bedeutsam. Formwiederholung in den Künsten dient also dazu, erneut in ein Wahrnehmungsgeschehen einzutauchen. Aber warum ist das wichtig? Was haben wir davon, wenn wir uns aus der sprachlichen Semantik in die Welt der Ästhetik, in die kinästhetische Semantik, wie ich das nenne, hineinbewegen? Nun, die Sprache ist keine neutrale Sache. Der Spracherwerb verändert die psychische Struktur und zertrennt die ursprüngliche Verbundenheit von Subjekt und Welt. Es ist, wie Rilke sagt, wir sind nicht ganz zu Hause in der gedeuteten Welt und diese Entfremdung vermag Kunst aufzuheben. Freud hat diesen Zustand unter dem Begriff des ozeanischen Gefühls beschrieben und die Kunst versteht es, die psychische Organisation so zu transformieren, dass wir wieder offen werden für diese Verschmelzung. Die Figur des schamanistischen Mischwesens versinnlicht diese Struktur. Seit Beginn der Kulturentwicklung werden ästhetische Mechanismen in Ritualen genutzt, um Menschen auf einer tiefen Ebene anzusprechen und zu beeinflussen. Mehr und mehr emanzipiert sich Kunst aber von den Fesseln der Religion und dient vor allem dem Ziel, die Innenwelt des Subjekts mit seinem Begehren und seinen Konflikten zu erforschen. Eine psychoanalytische Ästhetik legt offen, dass die Kunst selbst eine wesentliche Wurzel der Psychoanalyse ist und dass sich eine tiefe Strukturähnlichkeit zwischen dem ästhetischen und dem psychoanalytischen Prozess zeigen lässt.